Meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte versuchen, wir haben sehr, sehr viel über Individualisierung schon gehört in den letzten beiden Tagen. Ich möchte versuchen, das Ganze ein bisschen vielleicht mehr aus Trainersicht zu machen. Ich weiß, dass diese Vorträge hervorragend waren, dass aber immer die Aufgabe für den in der Praxis tätigen Trainer darin besteht, bestimmte Akzente, bestimmte Schwerpunkte auf seine praktische Arbeit runterzubrechen. Das ist das Wesentliche. Und ich weiß auch, dass alle, wie wir hier in dem Saal sind, an unterschiedlichen Stellen arbeiten, in unterschiedlichen Spielklassen, im Nachwuchs oder im Männerbereich. Dort gibt es natürlich Unterschiede. Und ich möchte einfach versuchen, in meinen Ausführungen nochmal auf die Notwendigkeit der Individualisierung einzugehen und dann einige Beispiele auch vor allen Dingen aus dem Nachwuchsbereich bringen. Das heißt also auch aus der Arbeit mit der U15. Ohne hier ins Detail zu gehen, das sage ich gleich vorab, aber ich werde auch zwei kleine Filmchen zeigen und einfach meine Gedanken, wie ich das als Trainer sehe, der in der Praxis arbeitet, hier rüberbringen. Auf alle Fälle ist klar, dass die Individualisierung eine Reserve in der Ausbildung ist. Wir können heute sagen, auch das möchte ich da nochmal zeigen, wir haben uns im deutschen Nachwuchsfußball, das hat man in allen Vorträgen eigentlich schon raushören können, in den letzten Jahren enorm entwickelt. Das ist absolut klar, wir haben viele Spieler nach oben gebracht, bis in den Bereich der A-Nationalmannschaft. Wir haben heute eine Nationalmannschaft, die wesentlich jünger ist als noch vor 10 Jahren. Und das ist alles eine Kette der Wirkung der Maßnahmen, die im Nachwuchsbereich getroffen worden sind, die uns aber nicht veranlassen dürfen, die Hände in den Schoß zu legen, sondern die ganz einfach uns auffordern, noch mehr zu tun. Und dort sehen wir eine wesentliche Reserve im Bereich der Individualisierung. Ich habe Ihnen mal hier aufgeschrieben, hier unten, wie ich das sehe, was für mich Individualisierung ist als Trainer. Das ist also für mich mehr als Training alleine. Es ist einfach die Auseinandersetzung, so sehe ich das zumindest, mit der Gesamtpersönlichkeit meines Spielers. Weil das ganz wichtig ist und ich glaube, das haben auch die vorangegangenen Vorträge eindeutig gezeigt. Es muss also so sein, dass man das im Komplex sieht, dass man die Gesamtpersönlichkeit sieht und ich versuche in meinem Vortrag auf bestimmte Dinge noch einzugehen. Das ist auch eine Folie, die nicht neu ist. Die kennen Sie, die verwenden wir schon seit einigen Jahren. Aber ich glaube, dort wird nochmal ganz klar deutlich, was wir wollen. Auch in erster Linie sicherlich aus dem Nachwuchs angedacht. Wenn wir heute trainieren mit 15-, 16-jährigen Spielern oder noch Jüngeren, dann müssen wir eigentlich so arbeiten, wie sie in 5-6 Jahren, wenn sie in den Spitzenbereich reinkommen sollen, aussehen müssen. Das heißt, wir brauchen ein hohes Anspruchsniveau. Und wir sehen auch das ist kein Geheimnis, unsere Leistungsstruktur im Fußball ist sehr komplex und schon das alleine, sage ich mal, fordert auch die Überlegung des Trainers, in welchen Bereichen muss ich meinen Spieler verbessern? Ist es das Mentale, ist es im taktischen Bereich, ist es der technische Bereich oder ist es der konditionelle? Wir haben soeben einen sicherlich sehr guten, hochkarätigen Vortrag gehört, wie das in Leverkusen gemacht wird. Das ist natürlich ein Leistungszentrum, ein Diagnosezentrum für den absoluten Spitzenbereich. Und jeder von uns muss sehen, was kann ich dort übernehmen. Wir sind mit Sicherheit am weitesten in dem Bereich der konditionellen Fähigkeiten. Dort kann man durch die Leistungsdiagnostik ableiten, wo muss ein Spieler arbeiten. Und auf so ein paar Dinge möchte ich eingehen. Strukturen der Talentförderung habe ich gesagt. Wir haben gute Dinge in die Wege geleitet. Man sieht hier nochmal eindeutig, was wir geschaffen haben an Trainingsstützpunkten, an Leistungszentren, an Eliteschulen. Und wenn man nur diese beiden Folien sieht, das ist zum Beispiel der aktuelle Stand unserer Eliteschulen. Die sind also deutschlandweit auf unsere Leistungszentren verteilt und diese Eliteschulen geben natürlich einen sehr großen Ansatz für die individuelle Arbeit. Wir haben im Moment 30 Eliteschulen des Fußballs, wo also Freiräume in der Vormittagszeit geschaffen wurden für das Training und das ist in erster Linie gefordert, dass wir dort vor allen Dingen individuell arbeiten, in kleinen Gruppen arbeiten. Das war am Anfang nicht immer so. Wir betreuen das Projekt der Klaus Junginger und ich von der sportlichen Seite seit 2006, Klaus sogar noch länger.
Und dort muss man eindeutig sagen, mit der Schaffung der Eliteschulen lief das nicht alles so, aber wir haben jetzt einen Überblick, das hat sich also deutlich verbessert. Wir sind jetzt in der Evaluierung der Schulen, die also alle 3 Jahre nochmal begutachtet werden, einen deutlichen Schritt nach vorn gekommen. Dort hat also das individuelle Training zugenommen und ich werde auch auf einige dieser Dinge eingehen. Was ist unser Anspruchsniveau im Training? Das trifft natürlich auf jeden Bereich zu. Man muss immer abwägen, wo bin ich, was kann ich erreichen. Das ist normal, aber ich rede jetzt mal aus der Sicht des Verbandes und aus der Sicht der Nachwuchsspitze. Wir wollen also großartige Spieler entwickeln und wir wollen Top-Teams entwickeln. Das gehört natürlich zusammen. Und gestern ist von Werner Mickler nochmal gesagt worden, dass man das ganze Individualisierung natürlich auch als System sehen muss. Man muss es herauslösen aus dem Ganzen, weil wir als Trainer auch immer Verantwortung haben für das Team. Das ist ganz klar, dort gibt es Hierarchien im Mannschaftsverband, es gibt Positionsspezifik und diese Dinge müssen wir beachten. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir Persönlichkeiten entwickeln wollen, die insgesamt so auftreten können, dass sie diesen Anspruch, den wir haben, ganz nach vorn zu kommen, erfüllen können. Und das ist also für uns auch ein wichtiger leistungsoptimierender Faktor, der sehr, sehr wichtig ist. Das ist mal ein Musterbeispiel an der Spielerentwicklung. Ich glaube, den Mario hat jeder so ein bisschen verfolgt. Dort hat man sehr zeitig erkannt, das ist ein Talent. Ich kann jetzt nicht genau sagen, inwieweit dort individuelles Training auf ihn eingewirkt hat, aber ich weiß eins, dass man ihn zumindest als Individuum immer betrachtet hat und dass man seine Gesamtpersönlichkeit gesehen hat. Und das ist ein Junge, der ist also von der U15 über alle Auswahlmannschaften beim DFB bis zuletzt in die A-Nationalmannschaft gekommen, der uns sicherlich noch sehr viel Freude machen wird, weil er auf alle Fälle noch nicht am Ende angelangt ist. Und das ist also auch ein Junge, der unter anderem U17-Europameister mit war, der profitiert hat von unseren ganzen Wegen. Und deshalb ist er natürlich auch in dem Sinne ein Musterbeispiel. Wir wollen in der Ausbildung, was den Nachwuchs anbelangt, Spitzenleistungen vorbereiten. Und das erfordert natürlich auch ein bisschen Umdenken insofern, dass wir heute wissen, und das ist also auch in den Vorträgen schon gestern vom Ralf Rangnick nochmal deutlich gesagt worden, bei seiner Analyse der jungen Spieler in den europäischen Top-Ligen, der Anteil ist immer mehr gewachsen und das ist also auch eine Geschichte, die bei uns in Deutschland wirkt. Ich sagte das vorhin schon, es geht also immer mehr nach unten, das Hochleistungsalter. Die Spieler erreichen viel schneller ihre Leistungsgrenze als früher. Das muss uns Überlegungen machen, was den gesamten Trainingsprozess anbelangt und das muss natürlich auch Konsequenzen bringen für neben der Talentprognose, hier ist vorhin schon nochmal von den Dreijährigen gesprochen worden, ganz so früh wollen wir noch nicht anfangen, aber ich glaube auch dort sollten wir uns Gedanken machen, wie kann man Talentprognose noch weiter ausbauen. Die Sicherheit hat keiner von uns, da kann man noch so lange, man hat sicherlich ein gutes Auge, da kann man noch so lange im Geschäft sein, es ist sehr, sehr schwer früh zu bestimmen, wer wird der Spitzenspieler in der Zukunft. Das ist ganz, ganz schwer, aber man sollte sich schon auch dort individuell in der Talentprognose verhalten können, muss den Spieler genau analysieren, was sind für Leistungssteigerungen möglich. Und wir sagen also immer, wenn ein Spieler nach oben kommen soll, dann muss er eine hervorragende Spielfähigkeit haben. Er muss in der Lage sein, seine einzelnen Leistungskomponenten umzusetzen in eine ordentliche Spielleistung, solche Faktoren wie Ruhe am Ball. Und er sollte in der Regel natürlich auch recht schnell sein, weil das auch ein ganz wichtiger Faktor im modernen Fußball ist. Und so gehen wir auch ran. Wichtig nochmal generell, wir brauchen Strukturen, klare Strukturen für Training und Wettkampf. Das ist nicht neu, das ist ganz normal. Und wir brauchen die richtigen Inhalte, was Ausbildungsphilosophie und auch Spielphilosophie anbelangt. Damit meine ich auch, dass wir aufpassen müssen, dass es uns nicht passiert, wenn wir hier ableiten, wie die Spitze spielt. Tiki-Taki und früh stören und direkt und, dass wir das nicht zu weit in jedem Falle nach unten brechen, sondern dass wir zunächst mal die individuellen Basics schaffen. Das sind solche Sachen und deshalb ist also auch im Bereich
des Leistungssports vor allen Dingen, die Individualisierung sehr wichtig. Trainerkollegen, die, sage ich mal, in dem mittleren Amateurbereich spielen, die sehen sicherlich dieses Problem etwas anders, die haben gar nicht die Zeit, aber je mehr Zeit ich im Trainingsprozess zur Verfügung habe, desto mehr sollte ich auch die Anteile der Individualisierung in den Mittelpunkt stellen. Und das ist also ganz, ganz wichtig. So, jetzt würden wir mal ein kleines Video einspielen. Das ist ganz einfach, dass Sie mal reinschauen. Das ist aus unserem letzten Sichtungsturnier mit der neuen U15, wo wir in Bad Blankenburg und Kaiserau waren, dass Sie mal sehen, wie das dort abläuft. Und wir haben diese beiden Wochen hinter uns gebracht. Und dort muss man eindeutig sagen, wenn man diese Jungs sieht, insgesamt 352, dann waren das Jungs, die also auch schon für die Zukunft einiges versprechen. An uns Trainern liegt es, sie so weiterzuführen, so weiterzuentwickeln, dass sie den Weg nach oben gehen können. So, warum habe ich das nochmal gezeigt? Einmal, um nochmal zu betonen, dass wir in der Betrachtung der Spielleistung der Jungs dort in erster Linie die individuelle Leistung sehen. Uns geht es nicht vorrangig darum, wie spielen die Mannschaften. Das war das Turnier in Bad Blankenburg. Wir haben dann noch ein zweites mit den anderen Landesauswahlmannschaften in Kaiserau, sodass wir also insgesamt 352 Spieler sehen können. Wir haben insgesamt bei diesen beiden Turnieren 70 Spieler als Talente gescoutet, mit denen wir, die anderen, das ist immer offen, die können noch dazukommen, mit denen wir dann in die ersten Lehrgänge gehen. Und ich habe das auch deshalb nochmal gezeigt, weil wir auch in dieser Frage, auch das ist Individualisierung ein bisschen, was Persönlichkeit anbelangt, mit den Jungs seit einigen Jahren diese teambildenden Maßnahmen machen. Dort kommen also die Landesauswahlmannschaften hin und auch der Landesauswahltrainer hat natürlich diese Chance, dort seine Jungs genau zu beobachten. Ja, wenn ich individualisieren will, muss ich beobachten, auch Persönlichkeitseigenschaften. Und das ist also am spielfreien Tag, wo die Jungs dann sich Scorerpunkte holen müssen über Navigationsaufgaben und wie viele Punkte sie dann haben, so viel können sie zum Floßbau benutzen. Das ist also, sage ich mal, keine fußballspezifische Aufgabe, das wissen wir alle. Aber dort kann der Trainer Beobachtung machen, wer kann denn Leithammel sein, wer übernimmt Verantwortung, wer ist kreativ beim Bau solcher Dinge. Und das sind also immer sehr interessante Geschichten, deshalb machen wir das und es ist eine angenehme Abwechslung. Individuelle Klasse ist das Primäre, das ist schon sehr oft gesagt worden, das ist kein Geheimnis. Wenn ich heute in der Spitze bestehen will, in der Weltspitze, dann geht das nur aufgrund absoluter individueller Klasse. Das macht am Ende den Unterschied. Ich kann sicherlich Mannschaften haben, die sehr gut ausgebildet sind, die hervorragend mannschaftlich spielen, die moderne Spielprinzipien umsetzen, aber letztlich entscheidend ist die individuelle Klasse. Die brauche ich und das ist also das Wesentliche und individuelle Klasse entscheidet Spiele. Und wir wissen alle, wenn man als Trainer eine Mannschaft zur Verfügung gestellt bekommt, die praktisch diese ganzen Faktoren erfüllt, die individuell starke Leute hat, ich habe individuell gut ausgebildete Spieler, dann ist es am Ende egal, welches System ich spiele. Da bin ich in der Lage, mit relativ wenig Aufwand, glaube ich, in kurzer Zeit ein modernes Spielsystem zu kreieren und dort mit der Mannschaft aufzutreten. Habe ich schlecht ausgebildete Spieler, dann gibt das schon immer Probleme. Und wir haben gestern vom Ralf Rangnick Dinge gesehen, das sah schon top aus, das war der Leistungsbereich, dort kann man so rangehen, aber ich denke, das wird für viele schwer, in den unteren Ligen das Gleiche umzusetzen, weil einfach diese fußballerischen Fähigkeiten im Sinne der Voraussetzung fehlen, was Technik anbelangt, was Passspiel anbelangt. Wir haben auch gestern Nachmittag gesehen in der Trainingseinheit von der B-Jugend von Werder Bremen, dass den Jungs auch sehr schwer gefallen ist. Dort war auch nicht in jedem Falle schon die individuelle Qualität da, um dort richtig sauberes Passspiel in jedem Fall zu zeigen, ob das bei der Spieleröffnung war oder auch, wenn sie den Ball erkämpft hatten nach den Pressing-Situationen. Ja, wenn die Pässe dort nicht kommen, bin ich immer eingeschränkt. Und das ist also sehr, sehr wichtig. Deshalb ist das für uns eine Aufgabe, in diesem Bereich immer entsprechend zu arbeiten. Was heißt Individualisierung? Ich sage das jetzt mal so aus einfacher Trainersicht. Wir haben also eine komplexe Leistungsstruktur, dort sehen wir das nochmal, aber jeder Spieler hat seine eigene Persönlichkeit, das müssen wir berücksichtigen. Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen und ich glaube, wir sollten als Trainer in erster Linie, gestern ist es wohl vom Werner Mickler nochmal gesagt worden oder von der Babette Lobinger, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, wir sollten in erster Linie auf die Stärken orientieren. Das ist das, was wir wollen.
Wir wollen positiv rangehen, wollen die Stärken desjenigen fordern, den wir unter uns haben. Ganz wichtig auch, dass wir jeden Spieler entsprechend seines individuellen Leistungsvermögens und seiner Persönlichkeitsentwicklung gerecht werden, in der Arbeit mit ihm. Ich glaube, jeder Spieler, wir reden sicherlich von der Spitze, wenn wir sagen, wir wollen, aber wir müssen mit jedem Spieler individuell umgehen. Wenn ich die Eröffnung mache vor unseren Jungs in diesen U15-Sichtungsturnieren, dann sage ich immer eindeutig mit einer ganz klaren Ansprache. Ich sage, Jungs, 352 Jungs in diesem Jahrgang holen wir jetzt zu diesen Turnieren. Ja, ihr wollt alle, das muss euer Wunsch sein, das muss euer Traum sein, Nationalspieler werden. Aber rechnen wir mal gemeinsam durch, 352 Spieler, wird da jeder Nationalspieler werden können, wird da jeder Bundesligaspieler werden können, das geht gar nicht. Das geht gar nicht, das ist nicht machbar. Dann müssten wir jedes Jahr neue Mannschaften formieren und die anderen wegschmeißen, das geht nicht. Also werden vielleicht von uns aus unserem Jahrgang 2 Spieler mal A-Nationalmannschaft spielen, vielleicht schaffen es 12 bis 15 in die erste Bundesliga, dann hätten wir schon eine Top-Arbeit gemacht. Aber ihr müsst alle anstreben. Und ihr müsst das Positive mitnehmen, was euch der Sport bietet, was euch der Fußball bietet. Hier dabei zu sein, das müsst ihr genießen für eure Gesamtpersönlichkeit, für eure spätere Entwicklung. Und wenn ich dann vielleicht mal nur Regionalliga spiele oder Oberliga spiele oder Dritte Liga, ist das kein Problem. Ich habe mit Fußball mein Leben gestaltet. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, wo wir als Trainer auch die Aufgabe haben, nicht immer nur von ganz oben zu sprechen, sondern auch von denen, die drumherum sind. Natürlich konzentrieren wir uns mit unseren U-Nationalmannschaften, mit der Nationalmannschaft manchmal auf die absolute Spitze. Aber das alleine würde uns nicht weit bringen. Und deshalb sind, glaube ich, solche Ansatzpunkte sehr, sehr wichtig. Und es hat jeder Spieler an sich verdient, dass man individuell auf ihn eingeht. Wichtig auch, dass man seine Leistungsvoraussetzung analysiert, dass man plant, was kann man mit ihm machen. Da muss man sich intensiv mit beschäftigen und ich denke, das ist also auch ganz, ganz wichtig, dass die Trainer in diese Bereiche gehen. Und ich sage mal so, jeder Spieler hat das Recht, so wahrgenommen zu werden und auch jeder Trainer muss diese Geschichte als seine wesentliche oder vorrangige Aufgabe sehen. Individualisierung in der Praxis, was bedeutet das aus meiner Sicht? Erstens mal, eine exakte Analyse anzustellen aus Trainings- und Spielbeobachtung und leistungsdiagnostischen Untersuchungen. Dann habe ich ein komplettes Bild, dann weiß ich, wie mein Spieler ist. Wir wissen, es gibt Spieler, die sind im taktischen Denken, sind die recht gut, die sehen die Situation, die erkennen das auch, aber die sind technisch noch nicht in der Lage, weil sie den Pass dort nicht an den Mann bringen, weil es an Passschärfe fehlt oder einfach an der Passgenauigkeit. Das müssen wir schon erkennen als Trainer. Ja, das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben auf der anderen Seite auch Spieler, die sind im Training spitze, die können das nicht im Spiel umsetzen. Wie kann man mit diesen umgehen? Packen die es überhaupt? Haben die so diese psychophysische Wettkampfstabilität, dass sie in der Lage sind, das, was sie drauf haben, auch abrufen zu können? Das sind alles diese unterschiedlichen Ansatzpunkte und die sind, Individualisierung wird immer so schnell gesprochen, aber die sind für wahr nicht leicht zu analysieren. Und das ist eine Aufgabe, der muss man sich intensiv widmen. Am einfachsten ist es, das haben wir vorhin schon mal gesagt, wenn man weiß, ich habe die konditionellen Parameter, ich habe da die leistungsdiagnostischen Untersuchungsergebnisse zur Hand, dann kann ich schon ganz gut eintakten. Ich kann also meine Laufgruppen bilden, wenn ich also den Feldstufentest gemacht habe. Ich kann meine unterschiedlichen Trainingsgruppen bilden, wenn ich im Schnelligkeitsbereich weiß, aha, es gibt Spieler, die sind auf den ersten Metern ganz explosiv und hängen hinten raus ein bisschen und dann gibt es Spieler, die kommen erst nach 15, 20 Metern, dem fehlt es am Anfang. Da kann ich schon sehr unterschiedlich und differenziert trainieren und ich glaube, das ist also auch wichtig. Planung der Leistungsentwicklung gemeinsam mit dem Spieler. Anders geht das nicht. Das heißt also, wir sollten ihn fordern, und wir sollten ihn auch zur Eigenverantwortung führen, das wissen wir alle, wenn wir Spieler haben, die relativ selbstständig sind und das ist nicht immer leicht. Es gibt viele Spieler, die dann erst nach ihrer Karriere sagen, ach, hätte ich das jetzt gemacht und viele Kollegen, die im Raum sitzen, wissen, sie waren selber Profispieler, dass sie eigentlich erst richtig ernsthaft angefangen haben, darüber nachzudenken, als sie selber Verantwortung für eine Mannschaft übernommen haben.
dann müssen Sie sagen, aha, jetzt muss ich ein bisschen für die anderen mitdenken. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist natürlich insgesamt, es ist heute auch schon mehrmals gesagt worden, abhängig von unterschiedlichen Faktoren. Einmal von der Ausbildungsetappe. Wo befinde ich mich? Auf welcher Ausbildungsstufe befinde ich mich? Vom Trainings- und Lebensalter. Damit meine ich nicht den Dreijährigen von vorhin, sondern ob ich einen U13-Spieler habe oder ob ich einen U18-Spieler trainiere oder einen Männerspieler. Und dann muss ich vor allen Dingen in den unteren Jahren wissen, welche Vorbelastung ist denn schon da? Was ist denn vorher eingegangen? Auch das ist also wichtig. Trainiert er schon lange? Kommt er von Kleinvereinen? Wir haben auch immer wieder oder beobachten immer wieder, wenn Jungs in das Leistungszentrum kommen, von kleineren Vereinen, die zwar im Stützpunkt waren, einmal in der Woche im Stützpunkttraining und dann ein- oder zweimal in einem kleineren Verein gearbeitet haben. Jetzt kommen sie ins Nachwuchsleistungszentrum. Dort müssen wir sie genau vorbereiten. Wenn ich also von dreimal Training auf 5, 6 oder gar 7-mal Training in der Woche komme, das muss ich aufbauen. Das muss ich aufbauen, das geht nicht von heute auf morgen. Da gibt es also Jungs, die auch erstmal in ein Loch fallen. Das muss ich also alles wissen. Deshalb ist das also sehr, sehr wichtig, dass ich auch Vorinformationen habe. Wichtig auch immer, das ist auch heute Vormittag nochmal deutlich gesagt worden, der aktuelle Trainingszustand. Das ist natürlich auch nach Spielen wichtig, wenn man nach Spielen regeneriert. Das ist klar, das brauche ich nicht zu sagen. Ich denke, das haben wir alle von dieser Seite her ganz gut im Griff. Und es ist natürlich auch wichtig vom Gesundheitszustand. Dass wir also, auch das stellen wir immer wieder fest, zu oft über Verletzungen hinweg trainieren, anstatt eine Verletzung auszukurieren und zu sagen, jetzt lassen wir Zeit und bauen dann in Ruhe wieder auf, weil wir alle wissen, aber wir machen es nicht immer in der Praxis, der Spieler war an der Stelle verletzt, jetzt trainiere ich weiter, dann sucht sich der Körper irgendeine andere Stelle. Ja, das ist also immer so eine Kette, die dort wirkt, und das ist schade drum, wenn wir dort durch ungenügende Pause und ungenügende Reha-Arbeit einen Spieler verlieren. Ja, wir haben hier nochmal, auch das ist nicht neu, das muss ich nochmal deutlich sagen, diesen langfristigen systematischen Leistungsaufbau, der von unten, von den Kleinsten bis hoch geht zum Topfußball. Dort ist natürlich ganz klar, das Anspruchsniveau der Individualisierung anders ist. Ich glaube, in den unteren Bereichen tritt so dieses Prinzip der Einheitlichkeit und Differenzierung des Trainings in erster Linie in den Vordergrund. Das heißt also, dass alle noch natürlich weitestgehend das Gleiche machen, aber dass man erkennen muss, man stellt zusammen nach Leistungsgruppen, wer ist schon besser, wer macht das, dieses oder jenes. Und wir stellen immer wieder fest, dass auch die Jungs in relativ niedrigem Leistungsalter mit 14, 15 Jahren oder 13 Jahren schon in der Lage sind, auch selber in so einer Trainingsgruppe ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, wenn mal der Bessere auch ein bisschen mit den Schwächeren arbeitet. Ja, und das sind Dinge, die wir nutzen sollten. Und ich glaube, dort ist ganz, ganz wichtig hier in diesen unteren Bereichen auch die Frage der individuellen Fehlerkorrektur, dass wir dort rangehen, dass wir genau analysieren. Wir reden auch mit unseren Trainerkollegen, wenn wir die Turniere haben. Es hilft uns nicht, wenn wir zu dem Jungen sagen, das war gut, schlecht. Nein, wir müssen den Spieler sagen, dort bist du nicht rangerückt, der Laufweg war falsch oder spiel eher ab. Konkrete Fehlerkorrektur, dass wir eindeutig sagen können, jawohl, er nimmt das auf, er verarbeitet das, was wir wollen. Oder wenn wir sagen, Schulterblick, du stehst da, du orientierst dich gar nicht, also versuche über die Schulter zu schauen. Das sind Trainingsautomatismen, Abläufe, wenn die von klein auf drin sind, dann kommt der Spieler nach oben und dann bringt er schon vieles mit. Wenn ich mit dem 19-Jährigen anfangen will, sage ich jetzt mal, an der offenen Stellung zu arbeiten, sich abzusetzen, über die Schulter zu schauen, dann wird das sehr, sehr schwer. Und das sind also Dinge, die man also berücksichtigen muss. Hier oben spielen dann andere Dinge eine Rolle. Und ich sage mal so, auch hier muss man individuell rangehen. Wie weit ist der Spieler körperlich? Wie weit hat er es schon gebracht? Wie kann ich ihn belasten? Oder ist es einer, der hat eine super Spielfähigkeit, der braucht aber noch für die körperliche Entwicklung Zeit? Ja, und das sind ganz wichtige Dinge. Und ganz entscheidend, das werden wir gleich nochmal sehen, ist also dann der Übergang vom Junioren- zum Männerbereich. Das ist ein ganz entscheidender, weil im Nachwuchsbereich hast du so ein paar Schnittstellen, ich sage jetzt mal so,
von der B-Jugend zur A-Jugend. Dort bleiben viele Spieler erstmal ein bisschen auf der Strecke, von der C-Jugend zur B-Jugend auch schon ein bisschen, da spielen körperliche Dinge eine Rolle. Aber wenn du in die A-Jugend reingehst, dann kommt der männliche Fußball, der Zweikampfstärker Fußball, mehr Tempo, mehr Aktionen, mehr Körperlichkeit, dann bleiben einige erstmal auf der Strecke. Und dort müssen wir verantwortungsvoll entscheiden, wen ziehen wir mit. Der Junge muss noch herangeführt werden, der braucht noch ein Jahr Zeit. Ja, und das ist eine ganz wichtige Aufgabe von uns Trainern, die ich nur lösen kann, wenn ich dort genau beobachte und ein klares Denken habe, dass ich nicht im Moment nur für den Augenblickserfolg bin, sondern dass ich als Nachwuchstrainer immer weiß, ich habe nach oben was abzuliefern. Das ist das Entscheidende. Es ist am Ende, ist schön, wenn einer Meister wird, ob das deutscher Meister ist, ob das Landesmeister ist in seinem Bundesland. Das ist alles super. Aber am Ende wird abgerechnet, dass wir Spieler nach oben bringen, dass wir sie zur individuellen Spitzenleistung führen und sie dann im Profibereich oder im Spitzenbereich der Nationalmannschaften anbieten können, wenn wir leistungsorientiert denken. Und das ist ein Schritt, den wir machen sollten. Schauen wir uns nochmal diese Übergänge an. Große Reserve, wie gesagt, vor allen Dingen, was den Übergang vom Junioren- zum Männerbereich angeht. Wir wissen das alle. Ich weiß aber nicht, ob wir es immer so leben. Ja, wenn man also rangeht für den Spieler, vorhin ist es nochmal gesagt worden, glaube ich, ein vollkommen neues Umfeld. Professor Freiwald sagte das wohl am Anfang, dass die Spieler Probleme haben, sich dort dran zu gewöhnen. Ja, das ist, man darf nicht vergessen, dass der junge Spieler, der dort reinkommt, ich zeige dann noch eine andere Folie, eine Riesenbelastung hat. Der macht wesentlich mehr als der Profi, der in der Regel nur sein Training hat, der viel größere Regenerationszeiten hat und. Und deshalb ist das sehr, sehr wichtig, dass wir die Spieler auch mental vom Kopf darauf entsprechend vorbereiten. Konkurrenz im Männerbereich. Ich habe hier mal geschrieben, einige haben mich schon gefragt, was heißt denn Wattebausch? Damit meine ich nichts anderes als diese Geborgenheit im Nachwuchs. Im Nachwuchsbereich bist du über Jahre fast mit den gleichen Spielern zusammen, sage ich. Da spielst du in deiner Altersklasse, da gibt es mal Größenunterschiede, das ist ganz normal. Aber jetzt kommst du in den Männerbereich, wo die Ellbogen rauskommen und wo du den Spieler vorbereiten musst, weil wenn der 28-jährige Spieler zum Training kommt, mit ihm trainiert, dann sagt er nicht zu dem 18- oder 19-Jährigen, hier mein Trainer, hast du mal meinen Stammplatz, weil du ein guter Kerl bist, du siehst gut aus, du bist technisch ganz gut, hier hast du mal, nee, der kämpft um seinen Platz, weil der nach dem Training von zwei kleinen Kindern abgeholt wird, die ihren Papa nach Hause führen und der will seine Familie ernähren. Das sind alles die Prozesse, die wir kennen und deshalb müssen wir die Spieler darauf einstellen. Und ein Spieler, der da gut vorbereitet ist, der wird vieles besser verkraften. Wichtig auch beispielsweise in diesen ganzen finanziellen Fragen. Ja, wenn manche Spieler, die in den Profibereich reinkommen als junge Spieler, die machen das Briefkuvert auf, dann gucken die rein, boah, mein Vater muss eine fünfköpfige Familie ernähren und ich habe jetzt schon das Vierfache netto. Boah, wer da nicht vorbereitet ist, der denkt, der kann mit dem Geld Europa kaufen. Ja, auch das sind so Ansatzpunkte, die ich sehe dort in der Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit. Es kommen solche Dinge auf den Spieler zu, erste Wohnung, erstes Auto. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Das müssen Sie verkraften. Wir sehen viele junge Spieler, die kommen mit den größten Schlitten. Ja, ich habe da am Ende nichts dagegen, aber warum bleiben wir nicht mit beiden Beinen auf dem Boden? Fangen erst mal mit dem kleinen Auto an. Ja, auch das sind so Denkweisen. Wir wissen, dass heute Einflüsse von den Beratern, zu denen habe ich sowieso zum Teil ein gestörtes Verhältnis, weil die ja demnächst schon im Kindergarten anfangen, die Jungs unter Vertrag zu nehmen. Dort ist das nicht immer leicht, das Ganze zu managen, aber dort haben wir als Trainer eine Hauptaufgabe. Wir sollten also auch in diese Richtung gehen. Wir sehen die Faktoren Partnerwahl, erste Freundin und. Ja, für manche ist das erste regelmäßige Liebesleben, das muss auch gemanagt werden, das gehört dazu zum Leben, aber man muss das alles eintakten können und manche vielleicht sogar schon mit der Familiengründung betraut. Und wichtig ist also auch der veränderte Freundeskreis. Du wirst viele haben falsche Freunde, wenn die oben, das wissen sie alle, der hat ein paar Mäuse in der Tasche, wir ziehen mal um die Häuser, da kann man einen ausgeben. Das sind alles Faktoren, die man, glaube ich, dort neben dem Fußball wesentlich mit beachten muss. Und Beratereinfluss habe ich schon gesagt, das sind also auch nicht immer Leute, die also den Spieler unterstützen wollen, sondern das sind manchmal auch, sage ich mal, Scharlatane, die gerade auch in dem unteren Bereich Spieler an sich binden wollen, weil sie selber damit Geld verdienen wollen. Wichtig auch, und das ist was ganz Entscheidendes, das ist auch ein Satz, den ich den Jungs immer gesagt habe, als ich in dem oberen Zyklus gearbeitet habe, U18 bis U20, ihr müsst spielen, das ist für euch das Wichtigste.
Ich habe ihn immer mit auf den Weg gegeben, wenn ich sie aus der U20 verabschiedet habe. Meine letzte U20, da habe ich ihm immer vier Dinge gesagt. Da habe ich immer gesagt, Jungs, vergesst eins nicht. Vergesst nicht, wo ihr hergekommen seid. Zweitens, denkt dran, Fußball ist immer Teamwork. Drittens, denkt dran, Fußball ist ein Tagesgeschäft. Aber das vierte, und das ist das Wichtigste, ihr müsst in den nächsten 2 Jahren spielen. Wer mit 19, 20 Jahren nur auf der Bank sitzt, keine Einsätze hat, der muss drüber nachdenken. Wir Trainer haben die Verantwortung, die Jungs dorthin zu führen. Sie müssen weiter ausgebildet werden. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der zählt absolut zur Individualisierung dazu. Welche Möglichkeiten haben wir? Wir haben unterschiedliche Organisationsformen. Man kann das reine Einzeltraining machen. Das bietet sich manchmal in dem unteren Bereich an. Ich kann es auch mit einem Spieler oben machen. Wenn ich sage, ich bin nicht zufrieden mit seinen Flanken, die er spielt. Ich bin nicht zufrieden mit seinem Passspiel oder mit seinem Kopfballspiel. Warum soll ich nicht einen Profispieler auch noch dort dran stellen? Warum soll nicht einer vielleicht nochmal mit einer Bleiweste ans Kopfballpendel gehen? Oder irgendwelche Dinge machen, die ich sehe, wo ich ihn noch verbessern kann? Da ist genügend Zeit da. Die zweite Form ist das Gruppentraining. Das trifft für alle Bereiche, die ich vorhin gezeigt habe, für alle Altersstufen zu, dass ich entweder unten, wo wir sagen, an der Eliteschule nach Leistungsgruppen trainiere, in kleinen Gruppen trainiere oder nach Inhalten. Die eine Gruppe, die technisch ein bisschen schwächer ist, die arbeitet dort im technischen Bereich. Die andere haben vielleicht ein bisschen Nachholbedarf in der Schnelligkeit. Die nehme ich dort mal raus, wenn sie das andere schon gut bringen. Das ist also dort ein wichtiger Faktor. Wir haben das reine positionsspezifische Training. Und wir haben natürlich, das ist auch ganz, ganz wichtig, individuelles Coaching im Mannschaftstraining. Werner Mickel hat das gestern gesagt, im System sehen und wir sind Fußballtrainer, wir sind Mannschaftstrainer, aber das bedeutet auch im Mannschaftstraining, in der Ausbildung der Mannschaft individuell zu coachen, individuell auf den Spieler einzugehen. Wir zeigen dann nochmal am Ende ein kleines Video von der U15. Ich habe dort einen tollen Trainerstab mit hervorragenden Fachleuten zur Verfügung und wir teilen uns dort immer so auf, dass wir kreuz und quer coachen, wenn wir spielen, wenn wir 11 gegen 11 spielen oder auch in den kleinen Spielen, du nimmst die 4 Spieler oder du nimmst die rechte Seite, du die linke, du die Abwehr, du in Angriff und dort kann man schon sehr, sehr viel erreichen, da kann man absolut individuell auf den Spieler eingehen. Diese Bedingung hat natürlich nicht jeder, das ist unser Vorteil, das soll aber auch so sein und deshalb ist das also wichtig. Vielleicht nochmal ein kurzes Fazit. Kreativität des Trainers bei der Individualisierung, das ist ganz, ganz wichtig. Also nochmal eine genaue Leistungsanalyse, eine Planung, Inhalt und Organisation muss ich planen. Das ist Voraussetzung, sonst wird das nichts. Wichtig auch die Umsetzung im Training. Das heißt also, dass ich den Spielern Angebote schaffe, dass ich ihnen bestimmte Wege zeige, aber er muss immer wieder seine Entscheidung frei haben, er muss also das Entscheidungsverhalten haben, das ist also ganz entscheidend. Der Spieler muss also auch an seinen Stärken berücksichtigt werden und dort muss ich ihn also auch von dieser Seite her voll einbeziehen. Und wichtig auch, dass man am Ende diese Dinge, die man macht, dokumentiert, dass man sie kontrolliert und dass man auch eine Rückkopplung hat. War das richtig mit dem Spieler gemeinsam, was wir gemacht haben? Haben wir dich ein Stück vorwärts gebracht? Wie empfindest du das selber? Und deshalb ist also immer diese Zusammenarbeit Trainer-Spieler ganz, ganz wichtig, also auch das Gespräch. Ja, das muss man einfach machen, wenn man jemand individuell entwickeln will. Wir fühlen uns alle auch sehr wohl, wenn jemand mit uns spricht. Ja, wenn jemand den Kontakt sucht und sich mit uns unterhält, das braucht der Spieler genauso. Das braucht, denke ich, jeder Mensch, wenn man also dort mit ihm umgeht und wenn man gemeinsam ihn für diese Aufgabe auch einbindet. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Der Spieler steht im Mittelpunkt, das ist das Entscheidende. Das ist mal eine Folie, die habe ich rausgenommen aus unserer diesjährigen Fortbildung mit den Trainern. Wir haben diese überregionale Fortbildung gemacht in 5 Regionen in Deutschland mit allen U-Trainern, mit den sportlichen Leitern der Leistungszentren, mit den Verbandssportlehrern und den Stützpunktkoordinatoren. Und dort ging es darum, der Spieler steht im Mittelpunkt, bei der Talententwicklung leben wir das. Das ist so ein philosophischer Ansatz, weil wir das noch nicht alle leben. Weil wir das noch nicht alle leben, das muss man sagen, da muss man dahinter stehen. Das heißt also nicht nur mannschaftlichen Erfolg sehen, sondern wirklich den Spieler in den Mittelpunkt. Den wollen wir besser machen. Und wir haben in Deutschland, das hat man vorhin schon gesehen, mit unseren Strukturen Dinge, um die beneidet uns die ganze Welt. Um die beneidet uns die ganze Welt. Und wenn es uns gelingt, immer weiter an den Inhalten zu arbeiten, wenn es uns gelingt, intensiv
dran zu bleiben, Detailarbeit zu machen, individuell zu arbeiten, dann werden wir immer wieder Top-Spieler entwickeln. Das muss man eindeutig sagen. Schauen wir uns mal diesen Hauptweg an, wie so ein Spieler geht von unten nach oben. Ja, ich habe es mal aufskizziert bis zur U-Nationalmannschaft. Der Spieler hat alle Möglichkeiten. Und die wollen wir also auch entsprechend nutzen. Die müssen wir nutzen und wir müssen sie nur mit Leben erfüllen. Das ist mein Lieblingsfoto. Das kann man so genießen, das ist von dem 96er Jahrgang, das verwende ich jetzt schon seit ein paar Jahren, viele Kollegen kennen das schon. Wenn man hier mal drauf schaut, ne, das ist ein Jahrgang. Der Marcel Hartl vom 1. FC Köln, jetzt habe ich gehört, da ist ein Stück gewachsen, ich habe ihn jetzt so lange nicht gesehen, ist der Älteste. Aaron Seidel von Mainz 05, ja, der ist schon 1,90, 70 Kilo, ist noch einen Monat jünger als er. Das ist eine Differenz, die ist gewaltig. So, das sind Jungs, die kommen zu uns zu einem Lehrgang. Ja, die wollen spielen, die sind auch im Verein so, und da muss ich doch wissen als Trainer, das sind alles Jungs, die, ob sie oben ankommen, weiß keiner. Er spielt jetzt, der Lars spielt jetzt beim 1. FC Nürnberg, der Niklas bei Dynamo Dresden, die garantiert keiner, aber es waren alles Jungs, die in dem Alter, wo wir sie hatten, mit 15 Jahren, sehr spielbegabt waren. So, und die darf ich doch nicht durchs Lattenrost fallen lassen, nur weil sie vielleicht hier wie er noch nicht in jedem Fall körperlich den Zweikampf gewinnen können. Das ist ganz entscheidend. Aber sie müssen aggressiv sein, sie müssen laufbereit sein, sie müssen wollen. Und wer das macht, der hat auch das Recht auf Förderung und auf Geduld in der Entwicklung. Und wir als Trainer müssen dort suchen. So, ich muss mir Gedanken machen, wie kann ich den, wie er wachsen kann, das kann ich schwer beeinflussen. Aber wie kann ich den bei Laune halten? Welche Möglichkeiten habe ich? Bis hin zum Spieleinsatz. Ja, wie kann ich ihn trainieren, wenn ich so einen begabten Spieler habe, der immer will? Warum soll ich den nicht bis 18, 19 mitführen, auch wenn er vielleicht gar nicht so oft in der Kampfmannschaft schon spielt, aber ich muss ihm Möglichkeiten geben, ja, und ihm die Zeit zu seiner körperlichen Entwicklung geben. Schafft er es dann nicht, weil er körperlich klein bleibt und nicht der Stabile wird, dann haben wir Pech. Das wissen wir aber bei den großen und körperlich reifen Spielern auch nicht. Und das ist genau der Ansatzpunkt, den wir also dort bewirken sollten. Deshalb auch hier nochmal, weil das immer sehr an Talentprognose auch gebunden ist, individuelles ist auch an Spielersichtung gebunden. Auch hier glaube ich, wir können von einem Spieler, den wir holen, den wir nach oben bringen wollen, nicht alles verlangen. Ein Spieler muss nicht alles haben, aber er muss bei ausgesprochenen Stärken haben. Ja, Werner Mickler sagte gestern, wenn du einen holst, im eigenen Verein sieht den keiner. Die sind unzufrieden. Anderer, der kommt deshalb auf ihn, weil er nur seine Stärken begutachtet. Der guckt nach seinen Stärken. Der ist schussstark, der ist schnell. Ja, der hat ein gutes taktisches Verständnis. Der ist ruhig am Ball. So, und vielleicht ist im eigenen Verein, naja, das ist halt so, weil er da ist. Und das sind so ein paar Ansatzpunkte, die also sehr, sehr wichtig sind. Deshalb also auch dort nochmal deutlich sagen. Es gibt viele Spieler, ich habe oft genannt, Mats Hummels ist so einer, wo man auch nicht anfangs gesagt hat, das wird so eine Granate, aber der hatte schon ein paar Stärken. Ich habe manchmal in der Vergangenheit oft davon gesprochen, Thomas Linke, allen noch ein Begriff. Wenn Thomas Linke, der von Rot-Weiß Erfurt kam, mit 18 in der DDR-Juniorenauswahl gespielt hat, als junger Spieler in die erste Liga reinkam, ja, da hätte ich gesagt, ich weiß es nicht, ob er es schafft, aber ich weiß eins, der hat ein paar Stärken, der ist kopfballstark, der ist zweikampfstark, der kann mit links und rechts einen soliden Pass spielen und der hat eine Bombeneinstellung. So, und er hat sich durchgebissen. Er war Vize-Weltmeister, Champions-League-Sieger, Europapokalsieger, zigfacher deutscher Meister und Pokalsieger. Und das ist genau der Punkt, auch über die individuelle Stärke den Spieler voranzubringen. Wir wissen, wir brauchen Zeit für die Ausbildung. Das ist ganz entscheidend und müssen immer wieder, das muss jeder für sich entscheiden, jeder Trainer muss zu Hause wissen, ich habe diese Bedingung, ich habe jene Bedingung, ich habe diesen Spielerkader. Diese Zeit widme ich der Mannschaft, die brauche ich, wir sind eine Mannschaftssportart und das kann ich eingeben für individuelle Aufgaben. Und ich kann eben doch mal sagen, wenn ich auch jetzt im Amateurbereich unterschiedliche Strukturen habe, ich habe vielleicht zwei Studenten, ich habe ein paar Montagearbeit, die sind nicht so oft da, aber ich muss mit ihnen arbeiten. Ich kann mit den Studenten vielleicht eine zusätzliche Einheit auch mal früh machen. Ja, wenn die Möglichkeiten bestehen, um ihn einfach voranzubringen. Das ist also ganz wichtig. Wir haben, das haben wir vorhin schon gesagt, verschiedene Entwicklungsphasen. Wir haben bei den Kleinsten das beste motorische Lernalter, was wir auch mit individuellen Aufgaben, individuellen Coaching nutzen sollten. Wir haben die Übergänge und das erfordert ganz einfach die Individualisierung. Wir haben
die Eliteschulen, zu denen habe ich vorhin gesprochen. Ja, wir haben 4 Jahre, ich sage jetzt mal vom Grunde, von der 7. bis zur 10. Klasse, ist das Grundmodell der Eliteschule. Wenn die Jungs dort arbeiten und wir haben in 4 Jahren, ich gehe mal nur davon aus, 2-mal in der Woche, 40 Wochen im Jahr, dann kommen wir auf 320 Trainingseinheiten, die ich zur Verfügung habe, um einen Spieler individuell auszubilden in den Vormittagsstunden. Und ich glaube, das ist unsere Verpflichtung von den Kollegen, die dort arbeiten, dort das Bestmögliche auszureizen und das so zu gestalten, dass wir dort entsprechend Fortschritte erreichen und wirklich den Spieler dort in den Mittelpunkt stellen und nicht irgendwelche mannschaftlichen Dinge. Darum geht es dort nicht, sondern um den individuellen. Hier vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe von Belastung gesprochen. Ja, wenn man das also so sieht, dass die Spieler im Nachwuchsbereich weit über 50 Stunden in der Woche haben, dieses ganze Programm, ja, Training ist immer noch der geringste Teil, dann machen wir noch so einen Schwachsinn, sage ich mal, bei 14- oder 15-Jährigen, dass wir die von einer Stadt zur anderen kutschieren, obwohl in der gleichen Stadt auch ein Leistungszentrum ist, nur weil wir Angst haben, dass wir den vielleicht später nicht mehr kriegen. Ich habe Beispiele im U15-Bereich, die kann ich aber leider nicht beeinflussen, auch als DFB-Trainer nicht, wo Spieler in der Woche 14 Stunden unterwegs sind, 14 Stunden Reisezeit. Ja, und das ist ein Wahnsinn. Wenn ich diese 14 Stunden, wenn der Spieler in seiner eigenen Stadt bleiben würde, wo auch ein Leistungszentrum ist, wenn ich die nutze für 3 Stunden zusätzliches individuelles Training, 3 Stunden Schule, dann hat er noch 8 Stunden Freizeit gewonnen. Und das ist unsere Verantwortung als Trainer. Das kann man nicht diktieren, das muss man haben. Da muss man reingehen, das muss ich leben. Und jeder von uns, der in so einem tollen Job, wie wir ihn haben, arbeitet, der muss dankbar sein. Der muss jeden früh nach oben gucken und sagen, prima, ich darf hier dabei sein. Das ist die beste Sache der Welt. Und das sollten wir auch rüberbringen an unsere Vernunft, an unsere Philosophie und natürlich auch an die Spieler. Hier ist mal so ein Plan, der ist vom 1. FC Köln, dort waren wir im vorigen Jahr, dass man mal so einen Überblick hat. Das ist noch nicht alles ganz optimal, was die Trainingszeiten anbelangt für das Vormittagtraining, ja, dort für das Schulprojekt, aber wir haben zusätzliche Zeiten gewonnen. Das ist in den unterschiedlichen Eliteschulen ist das anders. Da gibt es Blöcke, da ist das gut ein, da gehen sie erst in die Schule und dann wird von 10 bis 11.30 Uhr oder so trainiert und dann geht es ab 13 Uhr oder so wieder in der Schule. Aber wichtig ist, wir haben mit diesen Eliteschulen die Möglichkeiten, die Jungs auch dort individuell zu erfassen, zusätzliches Training zu gewinnen für die individuelle Ausbildung und natürlich auch für die schulische Förderung, weil wir immer die Gesamtpersönlichkeit sehen müssen, mit Nachführunterricht und. Und das ist also ein ganz wichtiger Punkt und das ist mal so ein Rahmenplan, der sicherlich nicht optimal ist, aber wir brauchen es dort auch nicht in die Tasche zu lügen. Wir haben also mit den Kölner Kollegen dort auch gesprochen und man muss auch immer so ein bisschen in die regionalen Besonderheiten sehen. Das ist von Union Berlin, weil Individualität auch immer bedeutet, wie bewerte ich den Spieler? Und wir waren jetzt vor kurzem vom Pokalfinale, waren wir 3 Tage an der Eliteschule von Union Berlin, an der Flader-Schule in Köpenick und im Leistungszentrum. Und die Kollegen haben das sehr, sehr einfach und übersichtlich gemacht. Für jeden Spieler gibt es eine halbjährige Einschätzung, die wird also weitergeführt mit klaren Kriterien. Und sie wissen ganz genau, besprechen das mit dem Spieler, das ist wichtig, ich habe es mit dem Spieler. Und manchmal ist es auch wichtig, dass ich die Einschätzung den Eltern dokumentieren kann und rüberbringen kann, weil ich ja auch mit den Eltern umgehen muss. Viele sagen, wieso bringt meiner keine Leistung mehr oder wieso muss er ausscheiden aus dem Leistungsprogramm? Kann ja passieren. Der ist ja kein schlechterer Mensch. Ja, aber wenn er es leistungsmäßig nicht schafft, weil Nachwuchsleistungssport ist auch immer hartes Auswahltraining, das ist normal, wir wollen nach oben kommen im Leistungsbereich und das ist also sehr, sehr wichtig und das machen die Berliner Kollegen auf diese übersichtliche und einfache Form gebracht und ich finde das gut, dort wird das nochmal zusammengefasst. Ja, dann unterschreibt der Trainer, da unterschreibt der Spieler. Das sind diese Kategorien und da kann man mit ihm reden, wo muss er sich verbessern, wo ist es gut, welche Mittel finde ich dazu. Und da kann man auch über Trainingsform reden und ich finde das ganz toll. Und in diesem Zusammenhang, vorhin haben wir aus Sicht von Bayer Leverkusen nochmal gehört, wie das früher in der ehemaligen DDR war. Das ist ja kein Geheimnis, dass ich von dort komme und dass ich dort auch 13 Jahre Auswahltrainer war im DDR-Verband, für die kleine DDR 202 Länderspiele gemacht habe als Trainer. Mir ist mal aufgefallen, ich dachte, guckst mal rein, was habt ihr denn damals gemacht? Das ist ein Spieler, den wir alle kennen.
Ulf Kirsten. Und ich habe einfach mal in seinen, wir hatten damals individuelle Trainingspläne, die also auch sehr umfassend waren. Und ich sage jetzt mal, wenn man da zu der damaligen Zeit die 10% Rotlichtbestrahlung, die da drin waren, da meine ich nicht die Nebenstraße, sondern Rotlicht politisch gesehen, wenn man die mal rausnimmt, ja, dann waren das Top-Pläne. Da muss man natürlich heute dieses oder jenes verändern. Der Fußball hat sich weiterentwickelt, das haben wir natürlich gehört. Aber das Ulf Kirsten. Und interessant ist, wenn man jetzt mal schaut, seinen individuellen Trainingsplan von 81 bis 84, den haben wir immer abgestimmt, der Verband, also meine Person als Auswahltrainer mit dem Clubtrainer, das war damals Eduard Geier und später dann, als er im Oberliga-Bereich war, Klaus Sammer bei Dynamo Dresden. Wenn ich gewusst hätte, dass Dolly und Olaf Marschall, die also aus dem gleichen Jahrgang kommen, die also auch mit uns gearbeitet haben, hier sind, hätte ich sie genommen, die habe ich auch noch. Und da hat man einfach, wenn man einfach mal sieht, was dort als Schwerpunkte formuliert waren für die individuelle Arbeit, so in 2-3 Jahren, das hat man jedes Jahr korrigiert, nicht mit den Schwerpunkten unbedingt, auch mit den Übungen. Und das sind also, darum geht es mir. Wenn wir alle wissen, der Ulf war einer der besten deutschen Stürmer in den 90er Jahren, muss man sagen. Und wer mal seine, ich habe jetzt nicht eine genaue Zahl, aber wer mal seine Tore analysiert hat, die meisten hat Ulf Kirsten über den ersten Pfosten gemacht. Ja, das war ein ausgesprochener Schwerpunkt, dort reinzugehen. So, und ich glaube, mit ganz einfachen Formen, auch aus dem Spiel herausgelöst. Und ich glaube, das hat ihm schon geholfen für seine weitere Entwicklung bei An- und Mitnahme scharfer Bälle Richtung gegnerisches Tor. Ja, auch das war ein Schwerpunkt, also versuchen mit dem ersten Ballkontakt nach vorn zu kommen. Und dann haben wir noch Verbesserung der Antrittsschnelligkeit. Okay, das kann man mit jedem machen, Explosivität auf den ersten Schritten. Und wenn man jetzt mal so eine ganz einfache Form sieht, die wir damals gemacht haben, ich habe jetzt mal zwei Formen da rausgezogen. Das war nicht alles, da gab es also Formen in der Spielform und so, aber einfach diese Geschichte, Belaufen des ersten Pfostens. Der Olaf Mascher und Thomas Doll sind ja hier, die waren also im Auswahlbereich dann auch dabei. Dolly kam damals sehr viel über die linke Seite, Olaf hat man auch hier drin, manchmal hat Ulf auch rechts außen gespielt. Ja, und so haben wir dann versucht, im Auswahltraining, wir hatten sie länger zusammen als heute, das muss man sagen, im Auswahltraining, und da haben wir diese Form praktisch durchgespielt, und dort haben wir versucht, auf Qualität zu achten, auf Passschärfe und alle solche Dinge, und ich glaube, das hat diesen oder jenen Jungen schon geholfen. Und hier haben wir noch eine zweite Form, die er gemacht hat, auslösen, die hat auch der Olaf sehr intensiv machen müssen, hier rausgehen aus der Mitte, zwischen von den Gegner weg, Auftaktbewegung nach hier drüben, finde mit dem Rücken, Ballmitnahme nach der anderen Seite, wenn möglich mit dem zweiten Kontakt zu schießen. Das ist nichts Besonderes, überhaupt nicht, aber das ist ein Punkt zugeschnitten auf den individuellen Spieler und auf seine Positionsgruppe, weil das schon in späteren Jahren war, wo sie 16 bis 18 waren. Und ich denke, dass das schon mal ganz gute Ansätze war, die wir mit den Vereinstrainern dort gemacht haben. Das war abgestimmt, das wurde also intensiv trainiert. Und wir haben damals zweimal individuelles Training im Wochenrhythmus, so zweimal 45 Minuten gemacht. Hier sitzt Detlef Berger, der damals auch in diesem Jahrgang in Frankfurt gearbeitet hat. Wir haben lange gut zusammengearbeitet, er weiß das noch, wie wir dort also rangegangen sind. Und ich denke, das hat den Jungs schon geholfen. Wir haben aus dem Jahrgang zum Beispiel von 17 Spielern, die also in dieser Juniorenauswahl am Ende waren, mit denen sind wir leider dann in Moskau bei der Europameisterschaft im Viertelfinale mit 0-1 gegen die Sowjetunion ausgeschieden. Da waren wir alle schön sauer, hatten allerdings auch keine Vorbereitung, weil die alle schon erste Liga gespielt haben. Von diesen 17 Spielern haben immerhin nach der Wende 13 Spieler erste und zweite Bundesliga gespielt, 5 Mann DFB-Nationalspieler und 9 Mann waren noch DDR-Nationalspieler. Also das war schon eine Geschichte. Ich will das nur mal aus der Vergangenheit bringen. Wir wissen, es bedeutet Detailarbeit, das hatte ich schon gesagt, Coachen des Details, individuell herangehen. Und Coachen erfordert auch, und das ist das Wichtigste immer, eine aufmerksame Beobachtung. Und wir haben, Sie alle, wir alle haben 1000 Übungen mehr zur Verfügung. Und ich kann den Fußball nicht neu erfinden, ich kann die Form umstellen. Wie gestern haben wir gehört, die Sandwurst, glaube ich, und die Banane, die doppelte Banane. Ich kann das alles toll bezeichnen, solche Ideen muss ich mir machen, das ist alles richtig. Aber es ist einfach nicht alles neu, was da gemacht hat. Wichtig ist,
dass ich weiß als Trainer in den Formen, was will ich erreichen, was muss ich hier coachen und diesen Schwerpunkt, den ich ausgebe, den muss ich dann auch im Mannschaftstraining entsprechend coachen. Ja, wenn ich das verlange und ich lege den Schwerpunkt, was weiß ich nicht, aufs Flügelspiel, dann muss ich eben das Flügelspiel coachen. Wenn ich sage, ich will das Pressing coachen, dann muss ich auch auf das Pressing eingehen. Und das sind Dinge, die sind sehr, sehr wichtig. Und deshalb nochmal ein paar Dinge, die ich habe vorhin von Basics gesprochen, die sehr wichtig sind, sonst können wir solche Dinge, die Ralf Rangnick gestern gezeigt hat, nicht rüberbringen. Wenn das nicht passt, deshalb legen wir bei den U15-Junioren immer sehr viel Wert nach wie vor auf die Basics. Wir arbeiten viel in Spielform, auch ein bisschen an der mannschaftlichen Formierung, das ist ganz normal. Aber wir coachen immer solche Dinge, die wir hier sehen, ja, Orientierung, Vorausdenken, offene Stellung, die ganzen Freilaufwegen, Schulterblick, Passschärfe. Spiel in den Vorderfuß. So eine einfachen Dinge. Und die muss man dann auch entsprechend angehen. Und die sind sehr, sehr wichtig. Wenn wir die Basics vernachlässigen, werden wir hinten raus Probleme kriegen. Offensive Ballmitnahme beispielsweise oder Umschaltverhalten in beide Richtungen. Das ist also sehr, sehr wichtig. Das sind unsere Dinge, die wir dann im Spiel fordern. Wenig Ballkontakte, viel Spiel in die Tiefe und natürlich Kreativität. Danke, das war meine Ausführung. Ich hoffe,